Hallo Leute, in diesem Video schauen wir uns die Zugriffsrechte unter Linux an. Bei einem Multi-User-System wie Linux und auch Debian braucht man natürlich eine Zugriffskontrollmöglichkeit auf einzelne User oder auch Gruppen. Dazu löschen wir mal hier die Shell und schauen uns hier im Verzeichnis das Ganze an. Wir haben eine Datei und Ordner. Wir sehen hier quasi jetzt die Rechte. Hier vorn als erste Stelle sehen wir, ob das ein Directory ist oder eine Datei, ein File. Bei einem Directory, einem Ordner, sehen wir hier ein D. Das ist jetzt quasi der Typ des Ganzen. Wenn wir ein L sehen würden hier, dann wäre das Ganze ein symbolischer Link, den wir vorher gezeigt haben. Nun kommen jetzt in den nächsten drei Stellen die Rechte für den User. Hier haben wir Read, Write und X für Execute gegebenenfalls. Das bedeutet lesen, schreiben und ausführen bzw. starten bei Programmen. Das wäre unter Windows einfach eine .exe-Datei wie Word, Excel und so weiter. Als nächstes kommen die Rechte für die Group, für die Gruppe. Hier haben wir momentan nur ein Leserecht. Write und Execute sind nicht gesetzt. Und die letzten drei sind für die Others, für die anderen Gruppen quasi. Hier haben wir momentan nur Read und sonst gar nichts. Wenn ein Recht gesetzt ist, wird der entsprechende Buchstabe angezeigt. Wenn nicht, dann sieht man einfach nur einen Bindestrich. Um ein Binärprogramm, ein Binary ausführen zu können, reicht dieses X-Recht, was wir hier sehen. Für Scripts brauchen wir zusätzlich auch ein R für Read. Bei Verzeichnissen bedeutet das R nun zum Beispiel, dass wir mit ls berechtigt sind, den Verzeichnisinhalt anzusehen. Das W bedeutet, wir können neue Dateien anlegen und löschen. Und das X bedeutet, wir können in das Verzeichnis wechseln mit cd für Change Directory. Ob man nun ein Objekt in einem Verzeichnis löschen darf oder nicht, hängt davon ab, ob man in diesem Verzeichnis ein Schreibrecht hat. Es kommt nicht darauf an, ob man Besitzer des zu löschenden Objekts ist oder ob man auf das zu löschende Objekt Schreibrechte hat. Es geht hier nur um das Verzeichnis. Versuchen wir nun einmal die Rechte zu ändern. Das Ganze mache ich mit chmod. Sagt dann zum Beispiel group others minus Leserecht für read auf die Datei 1. Gut, man sollte es natürlich richtig schreiben, chmod, sagt wieder ls minus l und sehen nun hier, wie sich die Rechte zu oben verändert haben. Mit dem gleichen Befehl und plus kann ich natürlich wieder die Rechte hinzufügen und setzen. Jetzt haben wir wieder Leserechte für andere. Read, write, execute. Jetzt haben wir wieder alle Rechte. Für die Others Group quasi. Wir haben jetzt hier hinten für die Group Others für andere Rechte hinzugefügt, und zwar welche? Die Leserechte. Da Linux hier nun meint, die Datei hätte zu viele Rechte, macht die Shell das entsprechend grün. Ich kann Zugriffsrechte auch
absolut setzen. Das heißt nicht wegnehmen, sondern genau definieren. Indem ich zum Beispiel sage ist gleich, dann haben die gar keine Rechte oder read, write, execute auf die Datei setzen und sie haben wieder Vollzugriff. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert. Ja, jetzt habe ich quasi alle Rechte gegeben mit diesem Befehl hier. Und gesagt, Group Others und User haben alle Rechte, nämlich Read, Write und Execute. Die Zugriffsrechte kann ich auch Oktal, also in Oktaler 8er Schreibweise vergeben. Dazu werden jetzt einfach die gewünschten Rechte addiert. Das schaut so aus, dass ich hergehe und hier quasi schreibe 644. Was macht das Ganze jetzt? Read steht für 4, write für 2 und x execute für 1. Wenn ich mehrere Rechte vergeben will, addiere ich die Berechtigungen und die Summe schreibe ich dann entsprechend hin. Ich setze hier quasi die Rechte. Mit 6 setze ich jetzt quasi die Rechte Read und Write für die Gruppe User. Mit 4 setze ich die Rechte Read für die Gruppe Group quasi und für Others. Probieren wir das mal auf 666 zu setzen. Was passiert dann? Ich habe hier wieder jetzt dann überall Read, Write, aber nirgendwo das Execute-Recht. Das heißt, ich setze jetzt dreimal die 7. Jetzt habe ich quasi Vollzugriff oder Full Control, wie man da Windows sagen würde, auf die Datei 1 und da Linux glaubt, das Ganze sei unsicher, macht es mir die Datei jetzt hier grün. Ganz kurz hier noch einmal zur Verdeutlichung: Der Befehl chmod 644 entspricht quasi dem gleichen, wenn ich hier sage, User ist Read und Write. Und Group und Others haben nur Leserecht. Sollte das gleiche passieren, und ist im Prinzip der gleiche Befehl, nur ein anderer schreibt.